3.499 Euro. Und das Allerbeste, dieses Fahrzeug hat den ganz neuen Bosch-Motor mit drin. Und jetzt frage ich mal den Nico Ockenfels, hat er denn auch die große Batterie? Ja, hat er auch, Sven. Grüß dich, hallo. Ja, 750 Wattstunden. Du hast mich angerufen heute Morgen, hast gesagt, Sven, du gehst nie ans Telefon, wenn man dich braucht. Da habe ich was zu dir gesagt. Du rufst immer an mit unterdrückter Nummer. Genau. Ja, richtig. Hast du gesagt, du bist aber nicht im Bonus, du musst jetzt kommen, du musst filmen, denn die neuen Bosch-Motoren sind da. 750 Wattstunden Akku, Bosch Performance CX. Ist das jetzt die Generation 5 schon dann quasi? Nein, so gesehen nicht. Also wir sprechen ja quasi von einem komplett eigenständigen System. Bei Bosch ist das dann das BES4-System, heißt also Bosch E-Bike System. Das ist die Abkürzung dafür. Bosch E-Bike System. Genau. BES in der Abkürzung. Und entscheidend ist bei dem neuen System einfach, wir haben jetzt keinen neuen Performance-Motor, der ist im Aufbau gleich. Was sich aber ändert, sind die Steckverbindungen. Das heißt, die ganzen Anschlüsse oder ähnliches, du warst gerade schon drauf, wir können da, glaube ich, auch direkt einsteigen. Diese Anschlüsse hier sind jetzt einfache Steckmodule. Nochmal, das alles? Das ist eigentlich schon alles. Das heißt, ich kann das hier überall abziehen, reinstecken. Somit macht es einen modularen Aufbau, weil das Kiox 300, was du hier hast, ist ja so gesehen ein reines Display. Das heißt, wir haben keine Tasten, Funktionen oder ähnliches mehr. Das wird alles über den Remote gesteuert. Also nochmal, das ist jetzt getrennt, wie das ja einige Anbieter haben, muss man sagen. Wenige, aber einige haben das. Zum Beispiel Mainz hat das, was schon ewig da ist. Und hier hast du denn einen Controller, bei dem, glaube ich, kannst du ihn sogar so programmieren, dass du gar kein Display brauchst, oder? Genau, also er ist so aufgebaut, dass er ohne Display funktioniert. Wir können das System auch gerade mal starten. Das heißt, hier oben ist der An- und Ausknopf, wie wir es eigentlich auch bei den meisten Systemen erkennen. Das System bootet jetzt, automatisch bootet jetzt das Display natürlich mit. Wenn ich das jetzt aber nicht hätte, könnte ich über diesen Bereich zum einen farblich erkennen, in welchem Modi ich bin. Das heißt, rot ist natürlich weiterhin Turbo. Wir haben den EMTB-Modus, wir haben den Tour-Plus-Modus und wir haben den Eco-Modus. Und dann natürlich das Offline-System. Hier siehst du die Batterieanzeige, die du ja auch hier schlussendlich siehst. Bedeutet, du hast eigentlich alle Funktionen, die du brauchst, für das System zu nutzen. Du siehst natürlich keine Geschwindigkeit, das ist nicht vorhanden oder auch eine Reichweite, aber das braucht es auch nicht. Es gibt ja auch viele, die sagen, ich will da gar kein Display, ich will einfach nur an, aus den jeweiligen Modi und dann funktioniert dieses System schon. Es ist so, dass die Hersteller jeweils immer entscheiden können, ob sie ihr Fahrrad nur mit dem Remote ausstatten oder mit Remote und diesem Kiox 300 Display. Genau, ich habe, glaube ich, gehört, man kann es so programmieren, dass wenn das Display ab ist, man kann ja diverse Displays abnehmen, ja, dass dann sogar die Fernbedienung nicht mehr funktioniert. Man kann die koppeln, so quasi als Diebstahlschutz. Und das ist aber jetzt so, dass man es so programmieren könnte, dass es nur mit der Remote geht, oder? Das genau, heißt, es geht nur mit der Remote. Also ich kann alle Funktionalitäten nur mit der Remote machen. Das ist so gesehen das Gehirn des gesamten Systems. Genau, wenn du das mal gerade abziehst, das ist ja steckbar, mal komplett. Das fällt schon aus, damit es auch richtig gemacht ist. So, und dann gibt es nämlich... Das ist für euch natürlich in der Werkstatt ein Riesenvorteil, oder? Ja, durchaus. Also wir haben in dem Sinne hier, jetzt haben wir es aus. So, abzuziehen geht es auch relativ einfach, ist komplett neu, weil auch bei uns haben die Jungs schon geguckt und gesagt gehabt, Mensch, wie geht denn das ab? Du ziehst es einfach nur runter und dann weg. Das war's. Hier siehst du den Mechanismus, ne, mit der Feder. Zum Draufstecken einfach quasi oben einfädeln, draufsetzen, fertig. Ich denke, da werden viele das abreißen am Anfang, wenn sie es nicht wissen, dass es so einfach geht, oder? Definitiv, weil die meisten, entweder das Drehen kennen wir natürlich halt auch, oder wir suchen irgendwo einen Schnapper. Aber hier ist das System so aufgebaut, dass du einfach nach unten ziehst, abziehst und genau, wenn du es jetzt mal abziehst und jetzt mal anmachst, und jetzt kann es nämlich sein, dass es blockiert ist und dass es nicht geht, aber es geht. Er bootet. So, das heißt, wir haben jetzt hier so gesehen auch alle Funktionalitäten mit den Unterstützungsgraden und das System funktioniert so auch direkt, also auch ohne das Display. Das ist ja blöd als Diebstahlschutz, oder? Ja, aber hier geht es ja
das ist nur ein Display. Es hat keinerlei Tasten oder Funktionen oder Ähnliches im Vergleich zu dem bestehenden Kiox-System. Okay, das heißt, das gibt es weiterhin. Ne? Das darf man also nicht verkennen. Nicht, dass jetzt alle denken, ah, das andere Kiox ist alt. Es ist immer noch ein bestehendes System. Das System ist so gesehen eine Ergänzung dazu. Achso, es bootet dann direkt und ist dann an. Genau. Das heißt, ich kann es runtermachen. Ich kann mir auch einfach das Display tauschen. Ich kann zum Service das Display abnehmen, wenn ich es nicht brauche. Das heißt, es geht einiges. Zum Beispiel, das Licht geht auch über die Steckerchen, oder wie? Also prinzipiell ist der Anschluss natürlich auch einer Beleuchtungsanlage möglich. Wir haben das hier im Trekkingradbereich. Der besondere Unterschied ist das komplett neue System. Das heißt also hier, was wir an Steckverbindungen sehen, ist zum einen viel, viel kleiner, filigraner geworden. Bedeutet natürlich auch für den Motor, der Motor ist grundlegend noch der gleiche. Nur muss er natürlich das neue Anschlusssystem haben. Das sehen wir jetzt hier nicht, weil es natürlich im Inneren ist. Wir können uns aber auch gerne mal den Akku anschauen. Auch hier kennen wir bei den Cube-Rädern die Anordnung eigentlich so, dass der Knopf oben sitzt. Dadurch, dass wir aber hier oben in dem Bereich die maximale Fläche brauchen, um den da hochzubringen, ist das Ganze umgedreht. Das heißt, wir drücken hier drauf, wie wir das schon kennen. Ist ja auch nicht schlecht, oder? Mit dem ja, das funktioniert eigentlich ohne Probleme. Also gerade bei Cube haben wir da, muss ich immer wieder sagen, das System ist absolut top. Und da haben wir jetzt das Riesenteil. Genau, wenn du es mal rausnimmst. Nach 10 cm größer ist. Warte, muss ich schnell den Schlüssel holen. Ich zeig dabei nochmal gerade die Länge von dem Akku. Heißt aber auch im Umkehrschluss, dass das nicht möglich ist mit jedem Rahmen. Das heißt, du brauchst ja schon mal die Länge, 750 Wattstunden. Das ist jetzt ein L-Rahmen oder wahrscheinlich? Das ist ein L, 19 Zoll. Es ist auch bei Cube so, dass die kleineren Rahmengrößen immer noch auf 625 Wattstunden bleiben. Also gerade im vollgefederten Segment, weil einfach nicht genügend Platz ist. Und der Hersteller hier sagt, bevor die Performance des Rades, das heißt die Fahrleistung, schlechter wird, belassen wir lieber den kleinen Akku drin. Zumal auch kleinere Fahrer in der Regel leichter sind, vielleicht auch Frauen sind. Und dann ist das also das ist unverändert. Den Mechanismus kennen wir ja. Und das ist natürlich jetzt schon... So, du darfst mal aufstehen, bitte. Das ist Nico Ockenfels mit PowerTube 750. Heißt aber, wenn ich jetzt einen 625er nehme oder jetzt einen 625er, ist das aber auch das neue System mit 625, richtig? Gut, hier ist es ja nur so, dass der Akku jetzt... Dann. Ja, okay. Also im Endeffekt ist das ja vom Aufbau der gleiche, er ist ja nur länger. Das heißt, der hat nichts Neues, das ist nein, wirklich genau der gleiche. Nein, technisch gesehen, auch von den Aufnahmen her, ist es eigentlich nur, dass er etwas länger ist. Ich glaube, knapp 10 cm ist er länger. Zeig nochmal, also das ist jetzt der PowerTube 750 und das ist auch neu. Das ist neu, genau. Und das funktioniert auch nur mit deren System. Du kannst also kein altes System sagen, Mensch, dann pflanze ich das Ding irgendwie in mein Rad ein. Also das geht nicht. Warum? Das ist einfach softwarebedingt, aber auch zum anderen, dass du gar keinen Platz hast, das Ding halt noch irgendwo unterzubringen. Weil jetzt die Hersteller hier sich schon viel haben einfallen lassen müssen, dass sie dieses Teil da unterkriegen. Weil es wird natürlich halt auch schwerer. Das ist halt auch die Folge daraus. Aber das ist jetzt so das Maximum, was Bosch in dem Fall anbietet. Genauso gilt es natürlich für den Motor oder den Remote oder das Kiox 300. Das ist ein eigenständiges System und das ist so gesehen, wenn man in Bosch-Sprache spricht, nicht mehr rückwärtskompatibel. Ne? Also alles, was ich bisher hatte, kann ich nicht upgraden oder Ähnliches. Nicht also ein ganz neues System. Jetzt kann man ja sagen, so ein Steckerchen und so weiter, aber Bosch hat sich viele Gedanken gemacht. Du siehst auch, wie das jetzt mit dem Display gelöst ist, wie das so reinklackt mit allem drum und dran. Das ist jetzt kein Experiment, was die da machen, sondern als es jetzt auf den Markt kam, du hast es erstmal in der Hand gehabt, das fühlt sich gut an. Wie war es auf der Messe? Also ich habe es vor einem, ich glaube im März habe ich die ersten Systeme dazu gesehen, auch das Display. Das war auch bei Cube im Showroom, wo wir schon die Planung machen mussten. Alles mit das war auch direkt gut. Ja, früher, ja, alles da gut. Es waren viele Dummies zwar noch mit dabei, aber wir konnten schon zumindest mal sehen, auf einer anderen Messe habe ich es mir dann erklären lassen, wie die Funktionalität ist, was die Hauptänderungspunkte sind. Dann ist es auch immer interessant, mit einem Entwickler zu sprechen, wie nur mit einem Vertriebler. Und entscheidend auch, warum ist es nicht rückwärtskompatibel? Bosch hat das einmal gemacht bei der früheren ersten Generation, wo sie auf die zweite gegangen sind, haben da eine gewisse Rückwärtskompatibilität eingeführt und das hat nur zu Ärger geführt. Und da hat man bei Bosch gesagt gehabt, das machen wir nie mehr, weil der ein oder andere wird jetzt natürlich sagen, ah ja super, jetzt habe ich mir Modelljahr 2021 ein Rad gekauft und jetzt gibt es was Neues und nichts mehr ist kompatibel und ich habe quasi ein altes Rad. Das ist so nicht richtig, weil das bestehende System, sprich das Best 3 System,
ist weiterhin aktiv im Markt. Es ist bei einigen Herstellern Modelljahr 22, durchaus vielleicht auch Modelljahr 23 weiterhin verbaut. Das wird die Zukunft zeigen. Aber da jetzt nicht denken, ich habe jetzt ein altes Fahrrad, weil wir haben immer noch aktuell Räder mit dem klassischen Kiox-System in der Verbindung mit dem Remote dort dazu. Aber hier sprechen wir jetzt quasi. Der Motor ist ja auch der gleiche, muss man sagen. Die Leistungsdaten sind die gleichen. Vollkommen identisch. Es geht hier wirklich nur, du musst es so sehen, wir haben deutlich dünnere Kabel. Wir haben irgendwo immer viel weniger Platz, um das Ganze zu verlegen. Und da musste einfach was getan werden, weil die Hersteller. Und aber auch wenn mal irgendwas kaputt ist, du musst da nichts verlegen, kannst das Kabel einfach austauschen. Genau, wir stecken es oben und unten ab, ziehen es einmal durch, einmal neu rein und damit ist es getan. Du hast kein Bauteil, wo du oben verbunden hast und unten und du musst das dann irgendwie rausmachen und dann so wieder rein. Du musst ja auch dran denken, Bosch baut ja nicht nur Bikes, die bauen ja auch Fahrzeuge mit 4 Rädern, die bauen mit 3 Rädern, die bauen Lastenräder. Das muss alles servicefreundlich sein. Und bisher war es so, das waren so kleine Steckverbinderchen oder wie ist das damals beim Motor gewesen? Es war deutlich breiter, sage mal, die Aufnahmen zum Motor hin oder ähnliches, das war schon deutlich größer. Alles, was du jetzt hier gesehen hast. Das auch dicht, ist natürlich auch wasserdicht. Das ist absolut gleich. Also das ist Industriestandard. Ne? Also so habe ich es mal erklärt bekommen. Hier ist natürlich wichtig, die weiße Linie für den Kunden, der mal sagt, ich habe das so, ich habe mir jetzt aber ein Upgrade-Kit gekauft, weil ich will ja doch dieses Display haben. Der montiert alles, das ist hier alles gut gemacht. Die Halterung selber kommt auch von Cube, die sie haben. Das heißt, ich kann sie in der Höhe einstellen, ich kann es natürlich auch ganz nach rechts oder wie auch immer stellen. Nur der entscheidende Punkt ist, du siehst das hier oben, ne, den weißen Kontakt. Also weiß auf weiß. Weiß auf weiß muss sein, sonst funzt es nicht. So, das ist ein Bussystem. Es gibt keine festen Steckplätze mehr. Das heißt, du kannst sogar unten am Motor tauschen, oder? Genau, ich kann die auch verdrehen. Das spielt keine Rolle. Es ist einfach, Stecker ist Stecker. Also ich muss nicht erst gucken, was ist was. Die sprechen miteinander, der weiß dann, ich bin der Lichtstecker, genau. Ich bin das und so weiter. Das ist auch für einen Endkunden, der jetzt gerade sagt, Mensch, das Upgrade-Kit, das ist ja eigentlich nur das Kabel darüber, das kann ich irgendwie selber, wäre das für ihn also kein Problem. Was noch neu ist, ist quasi, dass man jetzt auch den Weg dazu übergeht, dieses System mit einer App zu koppeln. Weil eine App ist natürlich so aufgebaut, dass ich da viel mehr Möglichkeiten drin habe, um das zu verändern. Ich hoffe, dass alles funktioniert. Du hast ein iPhone, muss man dazu sagen. Ist ja egal, die App gibt es ja auch für Android. Gibt es auch für Android. Es ist so, wenn du das System das erste Mal startest, zeigt es dir eigentlich an, dass du auch eine App verwenden kannst. Und in dem Sinne kannst du hier einen QR-Code abscannen. Mhm. Und dann kommst du direkt zur App. Also es ist die Flow-App von Bosch. Sag mal. Ich zeige es mal gerade. Ich habe die jetzt hier mal auf meinem Handy installiert. Der Vorgang dauert 5 Minuten. Also Name, E-Mail-Adresse, Bestätigung kommt, bestätigen das Gesamte. Ist natürlich direkt verbunden mit dem zuständigen Finanzamt. Nee, es steht sogar dabei, wie lange es dauert. Also ich glaube, der erste Punkt dauert 2 Minuten und die anderen beiden Punkte dauern jeweils 1 Minute. Und warum sollte man sich denn doch registrieren? Hat das Vorteile? Ja gut, sonst kannst du es nicht nutzen. Okay, gut. Also ein bisschen registrieren musst du. Du kannst ja auch irgendeine neue E-Mail-Adresse anlegen, wenn du sagst, ich will da nichts zu haben. Das ist, sage ich jetzt mal so, im Gesamten das Hauptmenü, wo wir natürlich auch die Eckdaten sehen mit Akku, das System. Hier ist es, glaube ich, jetzt sogar schon verbunden. Ansonsten würde es so funktionieren, dass du hier oben... Es ist ja verbunden, sag mal. Das ist ziemlich cool. Das heißt, während du da tippst, wird zeitgleich teilweise dargestellt. Ja, habe ich auch einen Tacho? Du hast im Prinzip auch den Tacho, ja. Was aber noch viel interessanter ist, machen wir hier mal weiter, ist, Moment, Tracking. Erlauben wir jetzt mal. Dann sieht man hier, dass ich ja auch quasi eine komplette Navigation beziehungsweise auch ein Tracking habe, was bin ich gefahren, wo bin ich gefahren. Okay. Achso, das ist aber hier drin, da muss das Handy nicht verbunden sein, das kann man später auslesen, oder? Verbunden muss es schon sein. Du musst es natürlich jetzt nicht hier vorne dran machen. Da wird es sicherlich im Zubehörbereich noch einiges an Halterung geben, weil du könntest jetzt auch sagen, ich mache das Ding in die Tasche und dann gucke ich nachher mal, wo bin ich denn rumgefahren. Apple warnt aber davor. Apple sagt, bitte nicht montieren, weil die Schläge können sehr hart sein. Es gibt Handys, die haben das schon mal nicht überlebt. Ja, das hier ist zum Beispiel die Statistik. Da bist du gerade mal drüber weggegangen. Hast du gesagt, da vorne die Montage. Also du hast es ein Handy, das ist so teuer. Ich nehme an, du bist ja Fahrradhändler, das Handy ist so teuer wie das Fahrrad hier, was hier steht. Der Tipp ist schon, wenn das jetzt durchgerüttelt wird, sollte man schon Halterungen nehmen, die dafür gebaut sind. Ja, also definitiv, weil wie du schon sagst, die Telefone kosten heute auch viel Geld.
Ich persönlich bin zum Beispiel, wo jemand sagt, das Telefon muss ich jetzt nicht direkt vorne am Lenker haben. Also gerade wenn du es doch mal im gröberen Gelauf einsetzt. Langt in der Jacke oder im Rucksack. Wenn ich jetzt im Trekking-Tourenbereich sage ich okay, aber irgendwo die Piste runterfahren und noch einen Sprung zwischendrin und da muss die Halterung schon was können. Da bin ich gespannt, was der Zubehörmarkt hier noch bietet. Bosch bringt dann natürlich auch was Eigenes, aber ich glaube jetzt auch gerade bei Cube mit dem Acid-Zubehör der Eigenmarke, wird da definitiv auch noch was kommen oder ist auch schon in der Pipeline, dass da was kommen wird für das. Ist sie neu, die App? Gab es sie vorher? Die App ist komplett neu, also sprich für dieses System. Heißt, wenn ich mir jetzt losfahren würde, würde das Ganze die Strecke natürlich halt auch aufzeichnen. Unten haben wir noch den Menübereich der verschiedenen Einstellungen, Profil oder Ähnliches. Ich habe das Ganze jetzt mal Recycle genannt, vom Namen her, und heißt also hier. Da darf ich mal blöd fragen, hat das jetzt was mit dem Kiox 300 zu tun, dass Nein, das jetzt geht? Es geht dir nur darum, du hast jetzt so das Bluetooth-Ding und du hast jetzt dieses Kiox 300 nicht. Ja. Willst aber irgendwas sehen, dann kannst du das als Upgrade-Kit kaufen. Okay. Das ist Variante 1. Oder du nimmst dein Smartphone. Das Smartphone geht immer direkt. Das heißt, Bluetooth ist bei dem System immer. Genau, genau. Also es connectet auch sofort. Das ist gar kein Thema. Das geht. Also ich brauche nur den Motor und das Teil. Dann könnte ich schon Bluetooth anschließen. Gut. Das ist eine Aussage. Wie schon anfangs gesagt, das hier ist das Gehirn. Da steckt quasi alles drin. Ja, okay, das ist Gehirn. Es ist ja heute Mikroelektronik. Das heißt, das muss ja alles nicht mehr groß sein. Gut. Kann ich jetzt ein Tacho benutzen? Wenn ich jetzt denn doch sagen würde, ich schnall's auf die Halterung, gibt es eine Tachofunktion? Es gibt auch eine Tachofunktion. Die ist dann quasi aktiviert, wenn wir losfahren. Zeig mal. Geht das? Das heißt, ich würde es jetzt drauf machen, dann schalte ich es an. Du würdest jetzt, wir machen es jetzt mal an, wir sehen jetzt auch, dass es getrennt ist. Das ist jetzt auch, glaube ich, das Rad, was ich gestern sofort verbunden. Ja, habe ich gesehen. Dann halt ist nämlich, genau der gleiche Akkustand, 23%. Genau. Hier auch. Dort auch. Jetzt müsste ich es mal gerade aus dem Ständer nehmen. Ich würde dir vielleicht mal das Telefon dort hinlegen. Ja, warte mal. Was passiert. Gerne. Ich kann es dir selber noch nicht sagen. So, das ist doch mal eine Antwort. Das Ding ist so neu, die kamen gestern, gell, die Räder. Ja, vorgestern waren auch die ersten schon mit da. So. Unterstützung mal dazu wählen. Nico fährt los. 23, laufende Fahrt steht jetzt hier. Guck mal, Nico. Das ist jetzt, warte, ich stelle mal gerade mein Mikro ab, dass ich das mal zeigen kann. Verbunden, da kann man jetzt nichts machen. Tour, Gesamtstrecke, guck mal hier, die wird schon mal angezeigt. 730 Meter. Nächster Service. Ich tippe mal gerade hier drauf, da passiert nichts. Du musstest jetzt im Endeffekt mal unten auf die Karte gehen. Ja, mache ich. So, jetzt mache ich das Ganze nochmal. Du bist eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 8 km/h gefahren. Fahrtstrecke. Wir bewegen uns natürlich nicht, ne? Klar. So, die Geschwindigkeit wird auch angezeigt. Ja. Das ist interessant. Die Strecke sind jetzt 100 Meter bist du gefahren bis jetzt. Das ist cool. Ja. Das und ist im Endeffekt, wenn du jetzt einen Button weitergehst. Guck mal, Höhenmeter, hast du gesehen? Ja, wenn du einen Button weitergehst, siehst du auch deine gefahrene Strecke. Ne? Also das ist, so gesehen wird ja aufgezeichnet. Okay, verstehe. Dazu muss das Ding aber wahrscheinlich verbunden sein während der Fahrt, richtig? Richtig, so. Sonst kannst du ja natürlich keine Daten erfahren. Ah, hier vorne steht es auch, deine aktuellen Fahrdetails findest du im Bereich der Karte. Okay, cool. Akku, was haben wir hier? I, wenn man auf hier I tippt, ich mache das mal gerade. Geschätzte Reich, das ist ja auch cool. Das heißt, er zeigt all das an. Du hast ja dann kein Display mehr, lieber Nico. Ja, das Display ist ja quasi das Smartphone dann. Ne? Und ist ja sowieso so. Das heißt, ich kann alles abrufen, ich brauche kein Display mehr. Wenn ich sage, gerade Mountainbike-Fahrer, die sagen ja, ich brauche ja eigentlich nur so ein kleines, lang mehr. Ja, durchaus. Also hier sind ja die Grundfunktionen. Das heißt, ich sehe meinen Modi, ich sehe den Akkuladezustand. Ich kann das alles über den Remote verändern. Was natürlich jetzt hier wird nichts passieren. Das ist die Funktionalität, jetzt bestätige ich das mal kurz, in dem Menü durchzugehen. Ne? Wie wir das vom klassischen Kiox ja schlussendlich. Okay, das heißt, wenn das angeschlossen ist. Die beiden hier fallen eigentlich weg oder der eine. Und hier mache ich quasi nur den Unterstützungsgrad. Ne? Okay, verstanden. Genau, heb mal gerade dein Mobiltelefon auf, bitte. Zieh es mal bitte hoch, das Fahrrad aufs Hinterrad, dass wir mal drunter gucken können. Denn der dicke Akku verlangt natürlich komplett neue Rahmen. Also so. Wir haben auch,
Der ganze Rahmen. Ein bisschen auch auf das Fahrrad eingehen und danke. Auf das Bosch-System. Wir haben ab dem EXC so gesehen dieses neue Bosch-System mit verbaut. Alle Modelle, die drunter sind, Race, Pro, One, bedienen sich immer noch bei dem aktuellen bestehenden System. Alles, was darauf folgt, EXC, SL oder auch SLT, haben dann schon das neue BES4-System. Und was wir bei dem Hardtail, sprich bei dem Reaction haben, ist ein komplett neuer Rahmen. Hier ging es wirklich, ich stelle es mal gerade nochmal hin, dann sieht man das auch ein bisschen besser. Mhm. Man sieht das gerade hier im Sitzrohrbereich. Das Oberrohr ist stärker abfallend, um einfach auch mehr Schrittfreiheit zu generieren. Man sieht das auch hier, wir haben jetzt nur einen 19-Zoll-Rahmen, sprich L. Da ist der Abstand hier schon relativ groß. Normalerweise würde das Oberrohr eher hier anstoßen, was aber dazu führt, dass ich eine niedrige Überstandshöhe habe. Heißt also auch, die Sitzstreben an sich sind flacher gehalten, um natürlich das Ganze ein bisschen dynamischer und handlicher halt auch zu machen. Also gerade jetzt heranwachsende Kinder und so weiter, das Fahrrad ist ja, gut, da werden die Leute wieder schreien, wenn ich sage, es ist relativ günstig dafür, was drin ist. Also das neue System, 750 Watt schon, ein Akku, ist ein Hardtail, es hat eine ordentliche Federgabel, habe ich eben gesehen, die Judy drin. Und es hat eine ordentliche Schaltung drin, es hat tolle Bremsen mit drin, es kostet 3.499 Euro. Ja, das ist doch eine Kampfansage. Also das macht für den Wettbewerb ist das ganz klar eine Kampfansage. Wir haben SRAM 12-Gang, wie du schon gesagt hast. Wir haben eine Magura-Bremsanlage mit 4-Kolben-System, sowohl vorne als auch hinten. Die ist gleich. Wir haben die RockShox-Gabel mit drin als Luftvariante. Also auch das ist ein wichtiges Thema. Auch neu, haben wir ja schon in verschiedenen anderen Videos gezeigt, ist die Ständeraufnahme. Wir haben jetzt hier 2 Befestigungspunkte. Die ist gleich mit drin. Die ist ja erneuert worden. Deswegen müssen hier auch neue Ständer mit drauf. Die kommen jetzt voraussichtlich im Januar. Da gab es ein bisschen Lieferverzögerungen. Aber sowas kann man dann sich immer nochmal auch nachholen. Das ist also kein Problem. So, es sind noch Bohrungen dabei für Gepäckträger und Co. zum Nachrüsten. Gibt es Originalzubehör eigentlich da zum Nachrüsten? Also, dass ich sagen kann, Gepäckträger hätte ich gern direkt von Cube. Genau, also es gibt von der Marke Asset, das ist ja eine Eigenmarke von Cube, passendes Zubehör. Du kannst es komplett ausstatten mit Beleuchtung, Schutzblech, Gepäckträger, Ständer. Also auch dieses siehst du hier. Das sind die Aufnahmen für den Gepäckträger. Der versteckt sich dann schön da hinten. Also der ist so reingeloggt. Wird mit einer Schraube fixiert, das heißt also vom Winkel her, der kann nicht mehr nach hinten oder nach vorne klappen, da ist er in sich schon steif, dann wird er zusätzlich noch verschraubt und nochmal zusätzlich abgestützt und dann hält er auch bombenfest. So, das ist eben gezeigt, die Ladebuchse. Die neue Ladebuchse, genau, wir haben also auch ein neues Ladegerät, das ist dann auch so gesehen nicht zeig mal, bitte. Rückwärtskompatibel. Na? Die Leute wollen bestimmt sehen, wie das aussieht. Also neue Ladebuchse heißt... Oh, mein Netzwerk sind die Wege kürzer, da habe ich alles schnell rein. Das stimmt, ja. Wir filmen übrigens bei WeCycle in dem Urladen, muss man sagen. Das ist quasi dein erstes Ladengeschäft, was du hier betrieben hattest. Genau. Hattest du eigentlich angefangen mit dem Versand oder mit dem Laden? Mit dem Versand. Das Geschäft hat damals schon bestanden. Ich war hier selber auch tätig mit dem Vorbesitzer und habe dann vor 6 Jahren dieses Ladenlokal übernommen. Und dann der ist aber nicht zufällig irgendwie kurz davor gestorben, als die Verhandlungen gescheitert sind. Er lebt noch. Ihm geht es noch gut. Er kann jetzt seine Hobbys ausleben sozusagen. Das ist das Ladegerät. Das ist das Ladegerät. Also das ist ja süß. Das sieht aus wie ein Akku. Ja. Genau, wenn du es mal rausnimmst. Es sieht original aus wie dieser Aufsatzakku von der Form her. Das heißt, die haben mal ein schönes Ladegerät gebaut. Ja. Siehst du mal. 4 Ampere in dem Fall jetzt auch mit drin. Das also, ist viel Ampere? Ja gut, ansonsten gibt es 2 ist so die Regel und wir haben bei den hochwertigen Modellen halt auch schon das 4 Ampere. Schnellladegerät quasi. Es lädt einfach schneller. Gut, zeig mal den Stecker jetzt mal, dann sieht man den hier. Sagt man gerade, also das ist ein Stecker, was hat der jetzt für Vorteil? Ist er irgendwie... Das kann ich dir gar nicht sagen. Das genau, steck mal rein, wie leicht das geht. Ich habe direkt auch mitgefragt gehabt, was der Vorteil daraus ist. Ich glaube, so ein bisschen halt auch, dass man halt einfach was Neues haben musste. Okay. Dass das Rad jetzt umfällt, so. Naja, das da hat mich jetzt noch nicht überzeugt, warte mal. Wahrscheinlich. Nein, es geht nur die eine Variante. So, jetzt ist drin. Okay, passt. Sitzt auch sicher. Sitzt auch sicher. Gerade eben hat es ein bisschen gewackelt. Mit Griffmulde sogar. Mit Griffmulde. Okay. Also funktioniert auch. Gut, verstanden. So, ich fasse mal gerade zusammen, dass wir das mal sehen. Also heute ein bisschen
chaotisch, muss ich sagen, denn das neue Antriebssystem hat natürlich seine Bewandtnis. Ich weiß gar nicht, wie ich das Video nennen soll. Soll ich es jetzt nennen, das neue, wie ist der Name vom System nochmal, Bosch? Also so gesehen, in der Verbindung ist es das Kiox 300 Display. Eigentlich streng genommen das Best 4. Ich glaube, wir überlegen mal, wie wir es nachher noch genauestens benennen. Machen wir beides rein. Wir gucken mal auch bei Bosch. Es ist wirklich so, für mich jetzt intern ist es das Best 4 System im Vergleich zum Best 3. Best 4 bedeutet dann eigentlich nur die neue Generation mit Steckverbindungen etc. Aber ansonsten, was den Remote oder so angeht oder vor allem jetzt Kiox 300, ist, sage ich mal, mit die Oberbezeichnung dann halt auch. Das heißt, also wir haben mit diesem System auch kein Neon oder ähnliches. Ne? Es gibt nur dieses System, wie du es an diesem Bike hier auch schlussendlich siehst. Also dieses Kiox 300 macht aber einen schlanken Fuß. Ja. Das ist das, was die Leute sich immer gewünscht haben. Kleines Display, das Bedienteil mit dabei. Haben andere Hersteller vorher schon gemacht. Ich glaube, Bosch hat sich auch mal angeguckt, was machen die anderen so, wie kommt das an, wie kann man das bedienen. Die Funktionalität von den Fingern, Abstände und so weiter. Ja, siehst du hier, ich habe jetzt meine Bedienung. Findest du es gut? Ich finde es eigentlich gut, weil ich komme an alles dran. So gesehen haben wir ja drei Punkte, wo wir drauf müssen. Heißt also jetzt hoch, runter, das funktioniert gut. Thema ist durchaus halt auch noch die Schiebehilfe. Ne? Wie geht das? Das ist jetzt, normalerweise gibt es da einen einzelnen Button für. Hier ist es so, dass du unten. Entweder unten oder hoch. Ja, ich weiß es, weil da unten ist ein kleines Männchen eingraviert. So, genau. Also hier siehst du es auch schon im Display. Jetzt zählt der, Moment, nochmal. Jetzt zählt der runter. Das ist ja geil. E-Bike bewegen, um die Schiebehilfe einzuschalten. Das heißt nochmal Sicherheit mehr. Ja, wir wissen jetzt noch nicht, ob es so gut ist, dass es, bis es dann losgeht. Und jetzt kann ich quasi, wenn ich auf das System gehe. Moment. Ist das immer mit 9 Sekunden geblockt? Oder wie? Ich. So, nein. Ja, wir müssen. Du hast ja. Schieben. Jetzt lesen müssen. Wir hätten jetzt schieben müssen, genau. Okay, das heißt, du hast 9 Sekunden Zeit, es zu schieben. Wird es dann aktiviert. Zeig das nochmal so. Jetzt sind wir schon im Modi drin. Und wenn ich jetzt hier drauf... Also nochmal, du machst es an, dann hast du 9 Sekunden Zeit, das Fahrrad zu schieben, damit kein Unglück passiert. Es könnte ja auch ein Kind damit spielen. Genau, das ist das, was ich jetzt nicht gelesen habe. Aber das Kind könnte hinten mit der Hand reingehen. Der Bruder, die Schwester macht die Schiebehilfe an und quetscht sich ganz böse die Finger ein. So, Schiebehilfe ist aktiviert. Ich quetsche mal kurz rein. Es schiebt jetzt auch schon von selber. Also das heißt, man hat noch mal mehr Sicherheit, dass es nicht von selbst losgeht. Genau, richtig. Spielende Kinder. So, zum Beispiel. Ja. Zum Beispiel. Also auch hier sieht man. So, und wenn man nicht schiebt, ist genau dasselbe. Jetzt schiebe ich halt noch mal. Okay, verstanden. Und unterstütze und dann schiebt es auch von selber an. Das heißt, ich brauche doch Abitur zur Bedienung. Ja, es ist. Wie soll ich denn sagen, es ist halt einfach anders wie die bestehenden Systeme. Normalerweise hast du ein Zweistufensystem, du aktivierst, drückst auf Plus und dann schiebt das Ding los. Hier hat man sich einen anderen Weg, sage ich mal, ausgesucht. Ich muss selber jetzt auch erstmal gucken, wie es funktioniert, weil das sind jetzt so die Punkte, die... Das war genial. Du schiebst, du musst nichts mehr drücken. Das war ja vorher das Problem, dass wenn du also gedrückt... Du schiebst das Fahrrad quasi selber an. Ja, das war aber das Problem. Du bist mal kurz von dem Schiebeschalter weggekommen, da war der Modus wieder aus und so weiter. Und jetzt bleibt er so lange aktiviert, wie ich schiebe. Und das ist doch eine Sensation, oder? Das ist schon definitiv was anderes. Wie es sich nachher in der Praxis zeigt, werden wir sehen. Also werde ich auch mal ausprobieren, ob mir das dann so gefallen würde. Genau, mach es gerade nochmal an. Ich fühle mal gerade mit. Das heißt, du hältst unten gedrückt. So, da steht jetzt hier E-Bike bewegen, um Schiebehilfe zu aktivieren. Das machst du jetzt. Jetzt ist er aktiviert. Und schiebt da was? Jetzt. Moment, wir müssen nochmal. Aha. Also, wir aktivieren. Aktivieren. Ist aktiv, er hat jetzt den Schub auch schon gegeben. Da vorne ist er auch angezeigt, das zeigt. Du musst nichts drücken oder doch drücken? Doch, ich muss es drücken. Du musst drücken, okay. Jetzt schiebt er. Jetzt schiebt er. Cool, und sobald du loslässt... Und jetzt schreibt er quasi 9 Sekunden, um es zu verlassen. Okay, oder ich schiebe weiter. Das heißt, ich drücke nochmal, ansonsten geht es wieder raus, automatisch. Jetzt geht er raus. Okay, verstanden. Gut. Nico. Das ist wirklich ein tolles System, was man eigentlich mal zeigen muss. Du verkaufst jetzt Bosch schon, seitdem du denken kannst, am Bereich E-Bike. Hatten die jemals so einen richtigen Flop, so wie, wo du sagst, da haben sie mal was entwickelt, das wollte kein Mensch haben oder das war gar nicht funktionell, weil das erscheint mir schon ganz gut.
Die Frage ist gut. Das ist, sage ich mal, genauso wie wenn ich die Frage stelle mit Shimano. Shimano hat ja eine ganz große Bandbreite zum Beispiel an Komponenten. Wir haben günstige Einstiegskomponenten, wir haben aber auch High-End-Komponenten. Prinzipiell funktionieren alle für ihren Einsatzzweck super. Da kann man nicht sagen, dass da irgendwas schlecht geht oder Ähnliches. Kommt ja immer auf den Einsatzzweck drauf an. Und so ist es ähnlich auch bei Bosch. Der einzige Unterschied, der da vielleicht ist, wenn wir bei Shimano nochmal bleiben, die hatten früher diese Dual-Control-Hebel für das Mountainbike. Das heißt, du hast geschaltet mit dem Bremshebel an sich entweder hoch oder runter. Ach so, fürs Mountainbike. Wie beim Rennrad. Ja. Das System hat super funktioniert. Ich bin das selber auch gern gefahren. Nur der Markt hat es nicht akzeptiert. Ne? Der Kunde wollte das im Endeffekt nicht haben. Und somit kannst du nicht sagen, dass das System schlecht war. Der Markt wollte es einfach nicht. Aber dass sie mal was auf den Markt gebracht hatten, was nicht funktioniert hat, es gab ja früher mal... Funktionieren tut es immer. Es ist nur die Frage, wie mit der Schiebehilfe auch, will der Kunde das nachher so oder verändert man nochmal von der Software? Ich denke, dass hier ganz viel möglich ist, um zu sagen, wir regeln das ganz anders. So, kommen wir auf die Gabel. 3.499 €. Richtig. Die Gabel ist eine Judy. Ist das so Einstieg bei RockShox? Naja, Einstieg nicht unbedingt. Da gibt es schon noch ein paar einfache Klassen. Wir haben hier, wie eben schon gesagt, auch eine Luftgabel schon mit drin. Das heißt einfach, die Abstimmung des Rades ist einfacher. Ich kann es genau auf das Körpergewicht abstimmen, wie wenn ich nur eine Stahlfeder habe. Gabel ist natürlich auch blockierbar über den Lockout. Das sieht man hier oben. Zugstufeneinstellung ist auch vorhanden. Die sitzt natürlich dann immer hier unten. Das heißt, ich kann es genau abstimmen aufs Körpergewicht. Genau. Das hier ist doch eigentlich ein ganz tolles Rad. Wenn ich jetzt sag mal, zum Beispiel Weihnachten habe, jetzt zufälligerweise, ich gucke mal gerade 9. Dezember und ich habe einen Sohn, der echt Spaß hat am Radfahren, der soll kein Mofa kriegen, sondern soll ein Fahrzeug kriegen, mit dem er auch ein bisschen Spaß hat und so weiter. Er ist aber noch, ich sag mal, er wächst noch. Dann hast du hier natürlich durch den niedrigen Einstieg, jetzt klar sagt man die Geometrie und so weiter, das passt vielleicht nicht so perfekt, aber er wächst ja noch. Der Rahmen, das ist schon sensationell. Das heißt, du hast jetzt durch den niedrigen Rahmen einfach viel mehr Freiheit. Die Überstandshöhe, ne? Das ist der entscheidende Punkt. Gerade wenn wir auch Personen haben, die kürzere Beine, wie das Verhältnis zum Oberkörper haben, die haben immer das Problem, da klemmt irgendwie was. Und man sieht es ja halt auch hier durch den verlängerten Sitzrohrbereich, dass wir hier deutlich mehr Schritt gewinnen. Nico, wenn du mal gerade einsteigst, sei mal so nett, ins Rad, einfach nur mal reinsteigen. Du bist jetzt ein großer Mann. Ja. Jetzt geht es ja um das Thema Sicherheit. Das heißt, Leute steigen ab und sagen, ich will da nicht so quer mit so einem Bein hoch. Du kennst das, wenn du es mal gerade simulierst, so ein Bein, wie viele so stehen an der Ampel, die das Fahrrad so hoch haben. Genau. Du meinst das, genau. Bein nur so, wenn das Bein nur so hoch ist. Das ist vielen Leuten schon unangenehm. Das heißt, ja, die würden gerne mit beiden Füßen auf dem Boden stehen an der Ampel. Und das ist halt das Problem. Und viele Räder, auch bei Cube haben wir das dadurch, dass der Rahmen ja erstmal hier gerade verläuft. Ne? Natürlich klar, hier ist ja auch kein Platz, wo soll ich da noch hin? Ist der Punkt hier vorne relativ hoch? Und entweder lasse ich es dann extrem runterfallen, um hier eine gewisse Höhe zu kriegen. Wenn ich natürlich flacher einsteige, wäre die Überstandshöhe noch niedriger. Aber der Akku nimmt jetzt so viel Platz ein, geht gar nicht anders, dass zum einen er komplett gedreht wurde, damit wir hier maximal oben rauskommen. Ne? Also hier ist nicht wirklich noch mehr Platz, da ist die Rundung schon, mehr geht da einfach nicht. Gut, jetzt bist du ja Cube-Händler aus Leidenschaft, trotzdem bringt es nichts, weil die Fahrräder werden dir aus den Händen gerissen. Die Fahrräder, die wir jetzt hier sehen, sind die nicht schon alle verkauft? Die wir heute filmen, sind alle schon verkauft, weil alle wollen das neue Bosch-System. Wir haben noch einige heiße Räder mit Stereo. Lass mal kurz gucken. Wir haben nämlich ein paar vorbereitet, insgesamt 5 an der Zahl, habe ich gehört. Wir haben ja auch schon diverse Nachfragen, wann wir dann mal dieses neue System drehen. Das ist auch neu, neues das System. Das ist auch neu. Das ist, also wir filmen heute in erster Linie alles, was das neue Bosch Best 4-System angeht. Das ist das Stereo Hybrid 140 SL. Und hier warten ganz, ganz viele drauf. Das große Militärrad. Genau. Das TM, jetzt im komplett neuen Look. Die Jahre zuvor hatten wir immer das Grau mit Orange kombiniert. Die Farbe gibt es auch noch weiterhin bei anderen Modellen. Und jetzt haben wir hier dieses... Das könnte original von der Bundeswehr eingesetzt werden als Pflichtfahrrad zur Grundausbildung. Glaub, wenn du jetzt noch so ein Tarnmuster drauf machst... Brauchst du gar nicht. Weil das ist jetzt noch ein Helm, weißt du, so ein Helm aufsetzen. Ja. Ist
Ist das ein Gerät? Was haben wir noch? Die beiden hier? Das sind jetzt mal die beiden, die gekommen sind. Also wir haben das Hardtail zum einen. Es sind jetzt noch ein paar Räder in der Pipeline, die unterwegs sind. Cube, muss man ganz klar sagen, ist mit einer der ersten Hersteller, die überhaupt ausliefern können. Riese und Müller liefert aktuell auch schon aus. Und wenn, ist es vielleicht Track noch, weil das sind so die drei Partner für Bosch, die rein nur deren System machen. Das heißt, sie committen sich zu 100% zu dieser Marke und werden natürlich auch in den Auslieferungen bevorzugt. Wir haben das, ganz kurz noch, wir haben das zum Beispiel auch in Scott oder auch ein Highbike, die kommen deutlich später. Wir sind jetzt endlich mal in Riegelsberg, komm mal mit. So, ich zeig mal gerade, der Laden ist eigentlich total ungeeignet für euch, ja. Weil als ihr den gebaut hattet, ich zeig's mal gerade, ich hoffe, der Wagen ist noch da. Oder ist er schon ausgeladen? Das sieht nämlich so aus. Du hast ja den Versand, das ist jetzt wenig. Gerade eben standen hier LKWs, die kommen ja alle 2 Stunden. Wie hast du das hinbekommen jetzt hier? Hast du irgendwie unterkellert jetzt dreifach? Genau, wir haben noch einen Bunker dazu genommen. Frag mal gerade, was da so kommt. Hier Cube Reaction 200 Pro Teamline, was auch immer das ist. Kinderfahrrad. Neu, sehr leicht. So. Super schönes Rad. Guck mal hier, was da gekommen ist. Pucolino. Ja. So. Nee, Spaß beiseite. Also wir sind jetzt hier und jetzt hast du 4 Jahre vorverkauft. Und der Tipp ist jetzt, wenn Leute das sehen und sagen, ich will es gern haben, am besten bestellen. Auf die Webseite gehen von Cube, sich aussuchen, welche Rahmengröße und dann. Was soll er dann machen? Weil auf der Webseite wird er es nicht finden. Genau. Momentan sind hier nur die Räder gelistet, die wir quasi auch verfügbar haben. Das eine Hardtail, was wir haben, haben wir jetzt einen Kunden, der abgesprungen ist. Das ist aktuell frei. Das muss dann aber auch schnell gehen, weil wir wissen selber, wenn sobald wir die Räder scharf schalten im Shop, geht es rasend schnell, vor allen Dingen, was das neue Bosch-System angeht. Aber auch für alles andere, egal was das ist, kann ich für das Modelljahr 2022 nur empfehlen, vorzubestellen. Ich bin nicht der einzige Händler, der das immer wieder predigt und dann im Endeffekt nachher es dann auch so ist, weil viele Kunden sagen, ah, jetzt ist das Wetter eh schlecht, da warte ich lieber. Im Frühjahr gibt es bestimmt Fahrräder. Ja, es wird Fahrräder geben. Wenn ich aber natürlich sage, ich will genau dieses Fahrrad in der Größe, in der Farbe, und dann auch noch ein Cube, weil Cube ist wirklich so, die Nachfrage ist so gigantisch. Ist ja stark, hier vorne steht ein Werbeauto von diesem neuen tollen Radiosender, der jetzt landesweit im Saarland empfangbar ist. Ja, ich glaube, der heißt Saarfunk 1. Auch. Genau, der heißt Saarfunk 1 und Saarfunk 3 heißt der, glaube ich. Nee, komm, wir gehen mal rein. Wir sind in Riegelsberg. Das ist eine der höchsten Erhebungen im Saarland. Hier steht das höchste Bauwerk des Saarlandes, nämlich unser Sender, wo Saarfunk 1 und 3 abgestrahlt wird. Und wir sind in der Nähe vom Kaufland. Also wenn Leute hier präsenzmäßig mal reinkommen wollen, also Tipp ist... Du siehst es quasi ein bisschen durch die Hecken verdeckt, aber... Ein Weitwinkel, das ist jetzt so groß wie ein... Siehst du da nicht, okay. Siehst du nicht. Aber was ich sagen will, einfach bestellen. Das heißt, euch gibt es schon lange, man kann Vertrauen haben, man muss ja auch einen Teil anbezahlen. Genau, wir verlangen 200 Euro Anzahlung, ein bisschen eine Verbindlichkeit muss einfach da sein. Sonst sagen die Kunden nachher, oh, ich habe mir ein anderes Rad gekauft und wir hätten andere Kunden schon bedienen können. Ich muss aber nicht das ganze Rad. So, jetzt kommt's. Gerade bei Cube. Sollte es denn doch nicht gefallen, ja, kriegt der Kunde sogar die 200 Euro zurück, ja, denn klar. Die Dinger kriegst du immer wieder los. Warum wird der Cube so aus den Händen gerissen? Gut, sie haben ein extrem gutes Preis-Leistungs-Verhältnis. Das Design, alles passt halt irgendwo. Sie machen momentan extrem viel richtig. Also jetzt nicht nur aktuell, sondern auch in der Vergangenheit, sonst wären sie nicht an dem Standpunkt, wo sie heute sind. Wir müssen aber auch dazu sagen, dass wirklich durch die hohe Nachfrage, ich habe keine Marke, bei der die Vorbestellungsquote so hoch ist wie bei diesem Produkt. Obwohl du ja auch Scott hast, du ja, hast auch da gibt es Vorbestellungen, keine Frage. Zum Beispiel das neue Spark, auch da sind wir eigentlich fast komplett ausverkauft. Aber 2022 ist definitiv noch ein Jahr, wo die Kunden mit der gewissen Knappheit halt rechnen müssen. Und ich glaube auch, dass sich das noch ein bisschen in 23 rein. Also, ihr könnt Folgendes machen. Schickt dem Nico eine Bestellung rein. Am besten ruft an oder schickt eine E-Mail und sagt, ich hätte gern das und das Rad. Ihr werdet das nicht auf der Webseite finden, weil der Nico so nett ist und nur Fahrräder listet, die auch verfügbar sind. Weil, ich sag mal, du kennst das ja aus mobile.de. Da ist denn der, was weiß ich, der VW T6.1 Transporter drin als Reimport für 23.400 Euro. Der ist dann leider nicht lieferbar, sondern in 9 Monaten ab Bestellung. Und das wollen die Leute nicht, oder? Nee, das wollen sie nicht. Wartezeit gehört aktuell mit dazu. Das ist einfach dem Weltmarkt bedingt. Wir haben gerade andere Probleme oder weltweite Probleme mit Liefersituationen, mit Rohstoffen. Und jetzt muss man dazu sagen, die nächsten Monate, obwohl wir aktuell wirklich viel Ware bekommen. Das heißt also, jetzt ist eine gute Zeit, sich zu informieren oder halt auch ein Rad dann direkt zu bekommen. Weil ich glaube,
glaube, dass wir im ersten Quartal durchaus ein dickes Loch bekommen werden, weil gerade in Fernost, Malaysia, China oder Ähnliches, in anderen Ländern ist halt mal auch noch Lockdown oder Strommangel, wo keine Produktionen laufen. Das muss man sich halt einfach mal überlegen, ne? So. Also wenn es ein Fernsehzuschauer zumindest mal bei Saarland Fernsehen 1 und 2 sieht, dann hattest du zumindest mal am 9. Dezember 2021 mal kurz eins da. Vielen Dank, Nico. Du hast mehrere Möglichkeiten, bei dir einzukaufen. Der Webshop ist, glaube ich, in der heutigen Zeit, du hattest ihn schon sehr lange, deswegen hattest du riesen Wettbewerbsvorteile natürlich in der Pandemie. Da siehst du alle verfügbaren Waren, die drin sind. Und Genau. Wenn irgendwas nicht da ist, auf die Webseite vom Hersteller gehen, gerade Cube hat eine tolle Seite. Oder uns direkt kontaktieren, wenn ich schon weiß, ich hätte gern dieses Fahrrad, einfach eine kurze E-Mail oder Anruf. Also das gesamte Team berät dann und guckt, wann es möglich wäre. Also nur, weil es bei uns nicht auf der Webseite ist, und nur beim Hersteller heißt es nicht, dass wir nicht noch eins bekommen. Nur wir wollen nicht einen Termin in, wie du schon sagst, in 9 Monaten sagen, der dann vielleicht nachher nicht mehr existenziell ist. Also einer der größten Cube-Händler der Welt, so kann man sagen, zumindest mal von Europa oder von Riegelsberg, ist Nico Ockenfeld zusammen mit WeCycle, so wird es übrigens geschrieben. Und ja, du hast noch ein Ladengeschäft, da drehen wir normalerweise in St. Wendel, aber jetzt ist ja hier Riegelsberg für jemand aus Saarbrücken ja vor der Haustür. Lohnt es sich, hierher zu kommen und mal zu stöbern? Wird man da fündig? Hast du mal ein paar Räder da, die man auch kaufen kann? Also die Situation hat sich etwas entspannt. Wie gesagt, wir kriegen momentan sehr viel Ware rein. Da ist natürlich auch einiges schon verkauft. Aber wenn ich Glück habe und ich käme jetzt zum Beispiel heute? Genau. Also wenn du jetzt sagst, ich will genau dieses Rad, ich glaube, das ist aber das 21 Zoll, was frei ist, noch ein einziges. Aber es geht wirklich darum, wir haben ja auch Kunden, die wollen das Rad erstmal sehen und sich dann entscheiden. Dann sage ich, okay, du kannst jetzt heute oder morgen vorbeikommen, weil das ist schon verkauft. Und dann kannst du zumindest mal das Rad anschauen und sagen, ob es überhaupt in Frage kommt. Guck mal hier, da steht's. Ich bin leider schon verkauft. Ja, vielen Dank, Nico. Dann 9. Dezember 2021 das Cube Reaction EXC 2022 mit BES4. BES4. Oh mein Gott. Bosch E-Bike System. Bosch E-Bike System 4. Was auch immer. Danke. Tschüss. Ciao, Sven.